Ja, hallo, herzlich willkommen zum Eberl Wintergartenblog. Heute bin ich in Ingolstadt unterwegs. Heute zeige ich euch einmal ein Lamellendach auf einer erhöhten Terrassengeschichte. Da war es auch immer ganz nett, da war der Bache bei mir in der Firma, hat gesagt, er hätte gerne ein Lamellendach. Er war schon beim Kollegen von mir, der hat gesagt, das kann man so nicht montieren, weil es keinen passenden Fußhalter unten gibt. Vom Haus an sich selber, das Haus ist ein Neubau. Wir haben da hinten eine große Hebeschiebeanlage drin, die ist gewiss, sage ich mal, 7 Meter, meine ich, oder? Sowas darum. Und es ist kein Sonnenschutz vorgesehen auf der Seite. Und das war eigentlich das größte Problem für einen Bauherrn, weil einfach das Haus hinten zu heiß wird. Und da hat einfach das Thema gehabt, maximale Verschattung im Haus dahinter. Und da ist die große Stärke vom Lamellendach, weil ich einfach auch den meisten Hitzedruck von der Sonne da abhalten kann. Und da haben wir ein Lamellendach mit der Maximalbreite von 6,40 m dann auf seine Terrassen baut. Die Terrassen ist einfach auf Elsteinen unten so eingefriedet, die ist ein bisschen höher. Das zeige ich euch nachher nochmal. Und da haben wir dann einen speziellen Bodenhalter zur Verankerung von den Säulen vorn gemacht. Und das Dach ist mit 3 Säulen ausgeführt worden. Eine Säule haben wir nicht brauchen können, weil auch die Hebeschiebeanlage hinten zu groß ist oder größer ist als die Dachlänge ist. Sonst hätte man das Dach koppeln müssen. Und wir haben hier Bicolor verbaut, also ich finde, das ist sehr, sehr schön. Und wir haben hier noch einen senkrechten Screen eingebaut. Warum ich heute da bin, ist im Prinzip, wir haben einen Kundendiensteinsatz gehabt von unserem Lieferanten. Also das ist eigentlich tatsächlich jetzt mal der erste Einsatz, den wir für das Lamellendach gebraucht haben. Kommt eigentlich nicht vor, aber da haben wir ihn tatsächlich gebraucht. Und zwar, der Screen hat einen Fehler gehabt bei dem Reißverschlusssystem her. Und das war am Anfang nicht groß, ist aber dann immer mehr geworden. Und mit der Lamelle haben wir eine Verformung gehabt und da war der Kundendienst jetzt einfach da und hat das nochmal geklärt. Wir selber kommen auch nochmal her. Wir haben noch eine kleine Ecke zum Nachbessern hinten, wo die vierte Säule im Prinzip ist. Da kommt nochmal ein bisschen Wasser raus, das schauen wir uns nochmal an und das zeige ich euch nochmal. So, jetzt habe ich die Kamera aufgenommen. Jetzt zeige ich euch einmal den Fuß unten. Das ist im Prinzip so ein Winkelplatten. Die wird eigentlich gemacht, weil man einfach von den normalen L-Steinen um, die sind 8 oder 10 breit. Und wenn man dann da oben drauf eine Schraube setzen würde, da darf der ganze L-Stein im Prinzip dann auch auseinanderplatzen. Und darum machen wir das immer seitlich, das funktioniert immer sehr gut und schaut dann auch gut aus, weil das dann in der gleichen Farbe lackiert ist wie der Rest vom Lamellendach. Die Abläufe, die kriegst du natürlich nicht anders hin, weil da hätte natürlich das vorbereitet gehört, dass man in den L-Stein schon einen Ablauf legt, aber das ist eine wahnsinnig schwierige Arbeit, da muss wahnsinnig viel planen werden. Darum ging jetzt die außen rüber. Aber da sie auch in der Farbe drin sind, schaut das sagen wir mal schon ganz annehmbar aus. Wir haben also diese Füße an den 3 Säulen. Da hat der Bauherr dann noch so eine kleine Tour in Hecken hergestellt, damit keiner runterfällt, weil wir ein bisschen höher sind. Das ist immer ein bisschen ein Thema mit den Kindern, dass keiner runterfällt. Und jetzt lassen wir mal den Screen da rausfahren als Sonnenschutz. Also ist eine ganz tolle Geschichte. Von der Farbe her finde ich ihn sehr gut, sehr harmonisch. Also der passt also wirklich ganz gut auch zum Gestell. Und mit dem Screen hast du einfach Windschutz und Sichtschutz, also ein bisschen Privatsphäre auf dem Grundstück. Das ist immer das, was also ein Screen kann und was er soll. Und der ist, wie gesagt, austauscht worden. Der ist jetzt neu. Und da oben haben wir noch die Wetterstation. Man sieht es hier, also praktisch da kann man einfach die ganzen Werte hinterlegen, wann das Dach aufzumachen sollte, wann die Screens wegfahren sollen. Jetzt versuche ich nochmal dann das ganze Thema mit dem Ambientelicht euch zu zeigen. Also hinter oben ist Ambientelicht. Ich versuche es einmal drauf zu kriegen. Ja, man sieht es kaum. Also das ist im Prinzip das Licht, von oben geht, entlang der Lamellen. Und dann habe ich in der Nacht ein schönes Ambientelicht. Und das ist eigentlich ganz eine tolle Geschichte. So, dann setzt man nochmal das Dach in Betrieb, damit man einfach die Wirkung sieht. Vom Aufbau her, wie sie das verwandeln in einen Lichtraum, wenn sie Lamellen aufmachen. Also das ist eine ganz tolle Geschichte hier. Und die Lamellen sind in 9006, ist das weiß, Aluminium, genau. Also auch vom Verschmutzen her ist super gut. Hat mal so wenig dreckige Flächen, sage ich mal. Das, wenn jetzt weiß ist, ist es ein bisschen schlechter. So ist wirklich noch gut. Das ist der beste Kompromiss zwischen einer hellen Reflexionsfläche vom Dach und der Umwelt, wo ich immer sage, wo man ein bisschen aufpassen muss. Also halt Umwelt kann man nicht vermeiden. Das ist halt so. Und
Da ist der 9006er, finde ich, der beste Kompromiss. Da hinten ist nur der fehlende Pfosten, der vierte Pfosten. Den haben wir weggemacht, weil natürlich sonst hier hinten da der mitten vor der Glasfläche gestanden war. Und vom Schatten her ist es wirklich eine super tolle Geschichte. Und somit ist die Terrassen einfach voll nutzbar für den Bauherrn. Wenn ihr mal eine Frage habt zum Lamellendach, dann einfach an die harald.eberle@wintergarten-eberl.de oder an die info@wintergarten-eberl.de. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den Blogs. Danke, ciao, servus.